SWR3. Meine Damen und Herren, zu unserem nächsten Act, ein absoluter Superstar in der Comedy-Szene hier in Deutschland und vor allem in SWR3-Land, heute Abend auch in der Salia-Halle zu bewundern und jetzt erstmal hier bei uns live auf der DB-Bühne. Wir werden auch gleich noch die zwei letzten Karten für die Show heute Abend verschenken. Meine Damen und Herren, ist der Mann, der eigentlich alle Popsongs dieser Welt erfunden hat, hat sie auch schon mit seiner Kapelle der Familie Popolski gesungen und wird uns musikalisch vielleicht auch jetzt gleich beglücken. Bitte begrüßen Sie mit einem Riesenapplaus. Hier ist der Pavel Popolski. Herzlich willkommen, der Herr. Schönen guten Abend. Dziękuję, vielen Dank. Bitte schön. Ich freue mich. Meine Güte, ich glaube, die Leute sind schon alle hackedicht hier oder in Durkheim. Wir sind auf gutem Weg, haben wir gerade rausgefunden. Dzień dobry, Herr Popolski. Dziękuję bardzo. Ich habe ja gelernt hier in meinem Schnell-Crash-Kurs in Sachen Polnisch, also das heißt, der Comedy Festival in Bad Dürkheim, das heißt der Interview mit Pavel Popolski. Das ist also richtig. Es geht immer auch das Programm Der Wissen der Wenigste, also da muss immer noch ein Der vorne dran. Was muss ich sonst noch beachten? Sonst musst du beachten, dass du eine Wodka trinken musst, bevor der Post geht ab durch die Decke. Okay. Da ist das Geheimnis, du trinkst eine Wodka, Futter Gesundheit und Futter Stimmung. Es gibt eine Vitamin in der Wodka, ich weiß nicht, ob du da wusstest. Ich bin bei Wodka immer dabei. Wodka Vitamin W für Wachstum und Wohlbefinden. Herrlich, dann lass uns doch gleich einen Wodka trinken, oder? So bist du ist dabei? Der. Meine Damen und Herren, absolute Weltpremiere. Mm. Der Number One Wodka. Nein, ich glaube nicht. Bitte gucken Sie sich das mal an. Vielleicht können wir da mal reinzoomen mit der Kamera. Der absolut exklusive und einzige Popolski-Wodka, den es überhaupt gibt. So, hier, rüber geht's damit. Wodka mit weit über 98%, schätze ich mal, wenn da ein richtiger Popolski-Wodka ist. Oder man könnte auch sagen, nicht ganz 100, aber so ist Popolski halt. So ist der. Und hast du Bock, den schon aufzumachen? Und, natürlich. Hast du ein Glas, auch eine Wodka? Ja, da ist natürlich auch noch Wodka drin, das haben wir für dich schon mal bereitgestellt. Riech mal dran. Naja, da ist eine, ich sage mal, mittelprächtiger Geschoss. Da bin ich aber schon härterer Stoff gewohnt. Ich frage mal unsere Stage-Manager, ob wir vielleicht noch zwei frische Gläser kriegen und dann können wir hier tatsächlich mit dem Popolski-Wodka anstoßen und dann haben wir wenigstens das Niveau des Herrn hier in der vorderen Reihe auch erreicht. Promillemäßig meine ich natürlich. Da wird schwer, glaube ich. Der ist schon in der zweistelligen Bereich, wenn ich da mal hingucke. Pavel, heute Abend ist ja der Rest der Familie nicht dabei, trotzdem... Dorota Popolski ist heute Abend dabei. Dorota ist dabei, ja. Der Heiseste von der Heiseste, kann ich nur sagen. Ja. Wo die Männer müssen direkt von der Anfang von der Konzerte Kontaktlinsen festhalten, aha, weil sie hat eine so scharfe Fummel an, da wirst du blind. Und trotzdem war so viel Wodka auf eurem Rider drauf, auf der Catering-Liste. Das verschlingst du dann tatsächlich alles selbst? Ja, wir brauchen ein bisschen Wodka, um in der Fahrt zu kommen, um der Putz von der Decke runter zu klopfen. Gut, wir holen den Maxi kurz on stage. Maxi bringt uns Maxi, einen Applaus für Maxi, unser Stage-Manager, meine rechte Hand und manchmal auch die linke, je nachdem, was ich brauche. Und dann können wir doch hier... Sie haben nichts dagegen, wenn wir kurz anstoßen auf ein SWR 3 Comedy Fest. Warte, dir muss ich ein bisschen mehr. So, ein bisschen mehr. Da ist ja wirklich eine bescheidene Mischung. Ja. So, ich sage einmal, ich singe einmal das polnische Trinklied. Das würde uns sehr freuen. Jeszcze pokro pelce, jeszcze pokro pelce, póki wódka jest botelce, jeszcze pokro pelce, jeszcze pokro pelce. Hat mehrere Strophen. Póki wódka jest botelce. Können wir mitsingen? Jeszcze pokro pelce. Da war ja überhaupt nicht schlecht. Da war ein Akzent, ich glaube, aus der Gegend von Piskowice, was du da gerade gesagt hast. Piskowice. Meine Güte, so. Jetzt wird angestoßen und runter mit der Zeug. Ich wollte ja eigentlich singen, weil ich bin ja Schweizer, oder? Ich hätte jetzt gesungen, ich bin ein Schweizer in der Pfälzer. Der Schweizer in der Pfälzer. Cheers. Prost. So. Ihnen auch gutes Wohlsein und Nasdrufko in der Runde. Ich trinke das eher mal so ein bisschen bescheiden, weil ich habe hier ja noch später die New Comedy Acts auf der Bühne und da möchte ich nicht unterm Tisch, sondern hier noch auf dem Stuhl Ich trinke nicht bescheiden, ich habe nur einen einstündigen Auftritt heute Abend. Aber wir haben dein Polka-Talent ja schon öfters auf der Bühne erleben können und dürfen und
Das ist ja auch ein Trend, der ist 1000 Jahre alt, der hat alles überlebt und wird alles überleben. Vielleicht trotzdem noch so ein Polka-Tutorial, weil im Beat ist das ja ganz ähnlich wie die Sause, was man heutzutage so hört im Radio, dieses Umzer, 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 Umzer. Also diese ist geklaut von der Polka. Der Polka schon, ist praktisch der Mutter von der Techno-Musik, kann man sagen. Ja. Sie haben schwer abgekupfert, der ganze Verrückte. Zeig uns das mal, also was meinst du genau damit? Ja, da ist natürlich, wenn der Bassdrum geht so schnell, tutz, 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 tutz. So ist ein bisschen der Polka-Gefühl. Ne? Okay. Kann ich natürlich jetzt nur so etwas verbal imitieren. Aber da geht der Post ab durch die Decke und viele haben abgekupfert von der Polka, muss man ganz ehrlich sagen. Und was einige Leute wissen, aber nicht ganz alle, dass nicht nur Techno aus Polka entstanden ist, wie wir jetzt gelernt haben, sondern dass, glaube ich, in deiner Familie der Hip-Hop erfunden wurde. Ja, da unser Opa Piotrek Popolski hat in seinem ganzen Leben über 128.000 Top-10-Hits komponiert. Mhm. Sie wurden ihm allesamt geklaut und nach der Strich und nach der Faden verhunzet, muss man dazu sagen. Das heißt, Jay-Z, Dr. Dre, Kanye West, alle haben sich bedient. Die würde es nicht geben, die hätten heute ihre Millionen nicht, wenn es nicht dein Großvater gibt. Der Meister haben auf irgendwelche Flohmärkte dubiose Kassetten gekauft von unserer Opa Piotrek Popolski und haben dahinter herausgebracht unter der eigenen Name. Okay. Und was du gerade gesagt hast, ja, eine verrückte Geschichte. Unser Opa war spazierend in der wundervollen Gegend, in der Natur von Sabje, stand mitten in einem blühenden Feld. Und dann hatte er die Idee und hatte eine neue Inspiration für eine Musik, da nannte sie der Raps-Musik. Und da ist praktisch der Musik, was ihm von der Jay-Z und der Eminems und der Dr. Dre's und der alle abgekupfert und allen anderen Ärzten auf dieser Welt. Da ist der Raps-Musik und er hat der Raps-Musik erfunden mit der magischen Zeile Asseta Hibs, Hops, Hibit, Hibi, Hibi, Hibs, Hops, Hoppe, you don't stop. Okay, das ist alles beim Spaziergang. Bei dem Spaziergang durch das Rapsfeld hat er die Idee gehabt und hat diese Musik erfunden. Bis heute leben da Leute davon. Weißt du, die sagen, sie machen da Rapsmusik, da kann ich nur lachen. Unser Opa hat er in der Plattenbausiedlung in Sabje erfunden, morgens um 7 in der Küche. Ja, böse Zungen behaupten, solche Geister sieht man nur, wenn man in der Pfalz spazieren geht, aber anscheinend kann das auch in Polen passieren. Ich würde vorschlagen, weil du ja Zögling dieses unglaublichen Hip-Hop Vorzeige und Vorbild bist, dass du uns vielleicht mal zeigst, wie das geht. Ich bin ja auch ein begnadeter Beatboxer, also ich habe dank deines Großvaters auch gelernt, so ein bisschen ein Beat zu geben. Ich glaube, bevor du anfängst mit der Beatbox, muss ich mir noch einen hinter der Kombüse löten. Das glaube ich auch. Komm, lass mich. Ja, kannst du vielleicht nochmal aufmachen. Also wenn Sie Karten haben für die Vorstellung heute Abend, das könnte sehr interessant werden. Wie viel soll ich einschenken, ist die Frage. Ich bin bereits auf Betriebstemperatur, kann man so sagen. So, Nasdrufko in der Runde hier. Was ist da los? Tschüss. So, hoch die Tassen. Prost. So, was ist jetzt mit der Beatbox? Da ist ja noch gar nichts an der Laufen. Ja, Mikro ein bitte hier für... So, sehr schön. Da haben wir einen kleinen Hall drauf. Und was, Tempo, was darf ich dir geben? Ich sage mal so, raz, dwa, tschä, stare, raz, dwa. Ist überhaupt nicht schlecht. Es klingt ein bisschen, als hättest du Keuchhusten und würdest in eine Keksdose reinsprechen. Aber wir wollen den mal so akzeptieren, Jons. Ist das schon dein Rap? So, weiter. Du musst weitermachen. Ich muss ein bisschen die Leute einheizen, dass sie in der Groove reinkommen, oder? Der Erste sind schon an der Wippen hier. Asseta Hibs, Hobbs, the Hibi, the Hibi, Hibi, Hibs, Hobbs, Hobbs, you don't stop. Raps to the bad band, boogie say up, right? The boogie to the rhythm, to the pork at the beat. Say what you hear is not a test. I'm raps into the groove. It is me, the Jonsch, and the drums. We're gonna try to make things move. Yeah. Weiter, nicht schleppen. Oh, kann scratchen. Kannst du scratchen? Weißt du, wie das Scratchen entstanden ist? Unser Opa Piotrek Popolski ist mit der Krawatte in der Grammophon-Player festgehackt, hat versucht, der Krawatte wieder rauszuziehen, ist der Nadel sowas von über der scheiße Platte gerutscht und schon war das Scratchen erfunden. Ebenfalls aus Polen, wissen der wenigste. Also wenn das mal nicht ein Applaus wert so ist die Familie Popolski ja, natürlich. Steht am Ursprung der Hip-Hop-Musik.
Und dass wir das so eins zu eins erleben dürfen, ist schon was ganz Besonderes. Legendär ist ja aber nicht nur deine Hip-Hop-Nummer, sondern, ich muss es erwähnen, Hurz hast du ja mit Harpe Kerkeling gemacht. Da denken wir zurück an die Nummer, die, glaube ich, auch schon 25 Jahre alt ist, aber zu absolutem Kult in der Comedy-Szene geworden ist. Viele Leute versuchen das ja und viele, vielleicht auch der Acts, die wir hier am Comedy-Festival erleben dürfen, die New Comedy-Acts. Wie schafft man es, eine Kultnummer zu schreiben, Pavel? Eine Kultnummer schreibst du erstmal erster Regel immer nur hackedicht. Sonst kommst du gar nicht auf die richtigen Ideen drauf. Habe verstanden. Ja, du kannst dich morgens in der Büro setzen, um 8.15 Uhr, machst da Kaffee auf und sagst, heute mache ich eine Kultnummer. Geht garantiert in der Hose. Ja, das geht nicht, ne? Nein, du musst schon ein bisschen dir eine hinter der Kombuse loten, eine hinter der Lampe gießen. Ja. Und dann allmählich fangen der Gehirnzellen an zu arbeiten und da kommt der Kreativität praktisch von ganz alleine. Du meinst, bevor sie wegsterben, arbeiten sie noch mal kurz für dich. Ne? Da geben sie noch mal richtig Zunder, da ist richtig Funken in der Gehirn. Ist aber sowas wie Hurz heutzutage überhaupt noch möglich? Also muss man sagen, in der Comedy ist eigentlich mehr oder weniger alles erfunden. Jetzt geht es darum, das Ganze vielleicht noch mal klug, vielleicht intellektuell, vielleicht auch mit Slapstick neu zu erzählen? Oder kann man tatsächlich noch mal so einen Riesenerfolg landen? Man kann einen Riesenerfolg landen, wenn man ordentlich Polka in der Nummer reinbringt. Da ist meine Theorie. Mhm. Weil da ist der Geschichte, wo die Leute an der Ausflipsen kommen. Ja, da, ich habe manchmal das Gefühl, das Publikum dreht an der Reifen, wenn der Polka losgeht. Mhm. Und ich kann alle jungen Kollegen nur den Tipps geben, lass da ein bisschen Polka in das Programm, lass da die scheiße Popsmusik weg, ein bisschen Polka und dann fängt der Hutter an, Futter kochen. Wer das heute Abend live erleben will, meine Damen und Herren, ich habe die zwei letzten Karten für diesen wunderbaren Herrn, für Pavel Popolski, in der Salia-Halle, also direkt nach Zeus Wirbi und nach dem Auftritt von Onkel Fisch, die dann danach spielen in der Brunnenhalle, gibt es den Pavel Popolski in der Salia-Halle. Wer möchte gerne diese Karten haben? Oh, jetzt rennen sie, jetzt gibt's Krawall vor der Hutte. Drei Menschen, zwei Karten, da musst du selber regeln. Ich lass du als Polka-Experte, du darfst das natürlich regeln, so, bitte schön, Pavel. Ich habe natürlich Sympathie für den Polka-Nachwuchs. Deswegen kriegt als allererster mal der Jüngste eine Karte von mir. So, wir haben extra Kinderwodka heute Abend, dass du auch ein bisschen dir hinter der Lampe gießen kannst. Ja, so. Man kann nicht früh genug anfangen. Und dann, ne? Muss ich sagen, tut mir leid, aber Ladies natürlich first. So, haben wir da beide Karte weg. Das sind ja seine Eltern, Gott sei Dank. Also ja, die Mutter kommt mit und der Vater muss halt draußen bleiben. Gibt Ehekrach so ist heute es Abend. Eben. Gut, also Applaus für den jungen Herrn und die Dame. Ja, die gehören tatsächlich zusammen, also der Herr und die Dame. Ja, da muss halt draußen bleiben. Aber da gibt es ja ganz nette Menschen und wird ja alles hier live gestreamt. Pavel Popolski aus der Salia-Halle am SWR 3 Comedy Festival. Dabei wollen wir nochmal anstoßen. So, Nasdrovgo, kippst du eine? Nasdrovgo, ja, wir kippen nochmal eine. Die Wodkaflasche sei dir übrigens auch sehr, sehr gerne geschenkt. Die darfst du gerne mitnehmen. Eine wundervolle Geschenk. Da ist ja liebevoll Popolski-Wodka mit der Kugelschreiber draufgeschrieben. Mehr auf swr3.de.